Und das nächste Level ist Mystico. Kein empfohlenes. Das heißt, wir nehmen einfach mal wieder mal unser Standard-WC. Warten wir schnell. Nee, 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 nee. Ich gehe doch noch. Ich kann noch mal ins Menü zurück. Ich möchte eigentlich sehr gerne mal wieder mal mit Ethan spielen. So, spielen wir mal das Level Mystico mit wieder mal unserem geliebten. Ist da oben schon was? Mit unserem geliebten Hühnchen. Da oben ist ein Checkpoint. Das heißt, da oben müsste meiner Meinung nach etwas sein. Sonst würde da oben kein Checkpoint sein. Ich sollte nicht immer übersteuern beim Gas. Ich muss, glaube ich, ein anderes Gefährt hier nehmen. Ich möchte nämlich probieren, ob ich da oben durchkomme. Ja, soweit komme ich da oben durch. Aber bringt mir das auch wirklich was? Da oben ist doch ein Extra. Okay. Und das hat mir jetzt genau was gebracht. Verstehen? Ich verstehe nicht ganz. Da unten würde jetzt einfach nur normal weitergehen. Okay. Naja, den. Nein, Mist, das war ein Fehler. Ich warte wieder, bis es nach oben schaut. Jetzt. Dann gehen wir halt einfach da oben durch. So. Das muss ja ein Secret-Weg gewesen sein, von dem her. Weil es ist ja. Also, es ist zumindest ein bisschen versteckt. Im Gegensatz zum Rest. Das sieht ja nicht alles sehr böse aus. Apropos sehr böse, das war nicht das, was ich machen wollte. Das heißt, wir müssen hier echt schnell darüber kommen. Und ja, perfekt. Das hat geklappt. Hier gibt's. Ah, hier unten gibt's was. 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 So. Das sammelt's aber ein. Das heißt, ich kann jetzt einfach wieder hier oben starten. Boah. Die Kreissägen töten aber. Ah, jetzt haben wir nichts mehr. Die Kreissägen töten ziemlich böse. Oh, lieber. Nein. Ah, jetzt haben wir nur noch. Scheiße. Ach, das ist das, was ich will. Jetzt. Schön. Jetzt können wir hier noch oben. Was machen überall diese Schmetterlinge? Das haben wir auch ohne Problem geschafft. Das ist fast schon zu gut. Schieben wir mal das an. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Wahrscheinlich bringt es genau gar nichts. Doch, es bringt etwas. Ich weiß jetzt auch, glaube ich, was ich machen muss. Und zwar sich jetzt. Nein, das hätte nicht sein sollen. Ich muss auf diese Seite gehen. Er rollt wieder zurück. Das heißt, es ist auf dieser Seite schwerer. Weil der an einem anderen Ort ist. Das heißt, ich muss dem hier Gas geben, ein bisschen. Und dann muss ich zuerst rüber. Nein, das war ein Fehler. Das war ein böser, oder? Wenn ich vorne bin, sollte es eigentlich gehen. Jetzt sollte es nämlich dann gerade runterkippen. Ey, das ist ja. Fieser geht's nicht, ey. Come on. Come on, du blöder Stein. Roll endlich. Roll, roll, roll. Und jetzt darüber. Genau, jetzt hat es geklappt, endlich. Ist nicht einfach. Gefällt mir das Gerätsel. Jetzt muss da noch irgendwie da hochkommen. Wart. Wie will man dem bitte schön angeben? Tot. Ah, hey, ich hab's.
Ich hab's. Ja, das war ein ziemlich dummer Fehler. Ich habe herausgefunden, was ich machen muss. Und zwar muss ich da vorne und jetzt muss ich aussteigen. Und dann kann ich nämlich über das Ganze darüber springen. Und hab's geschafft. Bin sogar wieder in einem Auto drin. Da oben ist irgendwie ein schwarzes Loch. Tötet mich das auch? Also man kommt auch wieder raus. Glaube ich zumindest. So, und jetzt. Okay, man kommt nicht wieder raus. Come on. Yes. Durch das schwarze Loch und jetzt kommt der harte Teil. Im Moment schalte ich gerade wirklich Sachen frei, bis zum geht nicht mehr. Wenn man es beim ersten Mal schafft und aber nicht mehr. Aber es ist eigentlich immer so, von dem her. Gas geben, perfekt. Jetzt haben wir uns einen Tinfoil-Hat bekommen. Und was hat das Ganze gebracht? Weiß nicht, aber es sieht mir zumindest aus, als wäre es ein kompletter anderer Teil vom Level gewesen. Okay. Hier müssen wir Gas geben. Ich hab verstanden. Ich hab verstanden. Und es hat auch sehr gut geklappt. Beim zweiten Mal. Mystico. Das Level hat mir auch sehr gut gefallen. War komplett anders aufgebaut als der vorherige. Und ich glaube, ich habe einen alternativen Pfad genommen, der mir Sachen freigeschaltet hat, die man auf dem normalen Weg nicht freischalten würde. Und ein extra Level habe ich gesammelt. Ich glaube, wir gehen weiter zum Indiana Janus, oder? Ich verstehe den Joke dran nicht. Okay, ganz einfach. Ich verstehe den Joke nicht. Jedenfalls nehme ich eigentlich sehr gerne den Master Flush. Das ist auch nicht das, was ich gedacht habe, was passieren würde. Dann... Ah! Ja. Wahrscheinlich vom Indianer. Es ist wahrscheinlich der Joke wegen Indianer. Und wahrscheinlich ist es jetzt ein Indiana Jones Level Style. Und ich glaube, da bringt hier der Master Flush nicht allzu viel. Wie soll ich hier drüber kommen? Ist das gerade so schwer werden? Aufs Mal. Die Level wurden wirklich aufs Mal extrem viel schwerer. Jetzt hätten wir es fast geschafft. Ich glaube nicht, dass das Level gedacht ist. Doch, eigentlich muss es ja gedacht sein für eine Master Flush, weil man kann ja eigentlich alles auswählen. Das heißt, es sollte eigentlich mit allem möglich sein. Außer die Entwickler haben einfach gesagt, ja, du kannst mit dem spielen, was du willst. Fall in den Tod zum 10.000. Mal. Es hat geklappt. Ich glaube es ja nicht. Es hat geklappt. Nächste Challenge. Nächste Challenge erwartet uns. Wie hätte ich das wissen sollen? Bitte, ich will nur noch, dass es in meine Richtung aufgeht, bitte. Donkey Kong lässt grüßen. Oh, das war ein Fehler. Das war wiederum ein Fehler. Jetzt bleibt er plötzlich unten. Come on. Der Indiana Janus hat noch ein bisschen was zu tun. Woo! Okay, I accept it, but it was very weird. Oh, wow, das ist eine coole Challenge. Das ist wirklich eine coole Challenge. Also hier so weit wie möglich nach unten, damit ich ja nicht von denen angesaugt werde. Ah, plötzlich so viel Speed drauf. Okay, so geht's natürlich auch. Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Nein, das hat nicht geklappt. Machen wir es nochmal.
Das erinnert mich extrem an das Spiel To The Core, das ich erst vor kurzem ziemlich viel gespielt habe. Weil da muss man eigentlich alles durchnavigieren und man stirbt, sobald man einen kleinen Fehler macht. Hier durchzukommen ist das Problem. Und ich komme da nicht durch. Come on, Gas, Gas. Nicht zu viel Gas, weil hier müssen wir runter. Und jetzt müssen wir hier wieder Gas geben und zwar ganz viel. So, genau. Jetzt sind wir fast schon durch. Come on. Was ist das? Ah, das ist eklig. Das ist eklig, Alter. Ah. So, jetzt waren wir fast aus dem Scheiß zu. Jetzt waren wir aus dem Zoo gerade raus, Mann. Danke. Nein! Der Teil ist unnötig. Das war jetzt hier cool, aber es ist einfach. Es hat keinen Checkpoint und es geht einfach zu weit, meiner Meinung nach. Ich habe nur noch. Ja, jetzt habe ich eh nur noch ein Rotor. Da kommt man eh nicht weiter mit. Weil man kann den eigentlich gar nicht ausweichen, weil die so genau so platziert sind, dass man den halt nicht ausweichen kann. So, und jetzt weiter. Schon wieder zu viel Gas. Die drehenden Dinger verstehe ich nicht ganz, was sie machen. Aber ich weiß, dass sie nerven. Das reicht eigentlich schon. So. Da. Durch. Jetzt geht es schon recht gut. Man muss eigentlich. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Man muss Gas geben auf eine andere Art. Und da geht das ja eigentlich fast ohne Probleme. Okay. Muss nur wissen, wie. Okay, jetzt zieht es mich dann natürlich wieder an. Also, beziehungsweise es zieht einem immer noch an. Fuck, jetzt komme ich jetzt da nach oben, weil da hat es garantiert etwas. Hey, wir haben es geschafft. Und vor allem noch... Wow, jetzt habe ich ein SMS bekommen, habe auf das Handy geschaut und dann bin ich wieder runtergerollt. Das heißt, ich muss jetzt nochmal machen, aber ich weiß jetzt, dass es geht, wenigstens. Also es ist der schwerste Plattformer, den ich je in meinem Leben gespielt habe. Und Super Meat Boy ist da nicht ausgeschlossen. Super Meat Boy hat eine Physik, die sehr berechenbar ist, aber das Spiel ist alles andere als berechenbar. Das ist auch das, was mich das längste wirklich kostet. So die kleinen Sachen, die eigentlich aussehen, als wären sie simpel. Dann halt eben aber nicht simpel sind, wie zum Beispiel jetzt das hier. Das kostet dich dann auch plötzlich irgendwie 20 Minuten deiner Zeit. Und beim nächsten Mal machst du es dann beim allerersten Mal, oder? Hey, jetzt hat's geklappt. Okay, es war gar nicht so schwer. Aber man muss wissen, was man macht. Ja, aha, aha, aha. Okay. Mhm. Merci. Am besten eigentlich hochkommen ohne das komische Ding, weil das tötet einem direkt. Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Hey, hat geklappt. Und jetzt? Übertreib's mal. Yes! Ein War Bonnet. Natürlich probieren sie einem gerade hier wieder zu töten. Wie könnte es auch anders sein? Vielleicht schaffen wir das Ganze noch. Ich habe es sogar noch geschafft, ich glaube es ja nicht. Ah, schön. Ist es auch sein, dass ich care? Hä, wieso fliegen hier die Lavakugeln nach oben? Das gibt ja null Sinn. Und yes. Sind wir hier sicher? Ja, sind wir. Für einen kurzen Moment zumindest. Und dann können wir weitergehen und dann ist das Level vielleicht auch schon wieder zu Ende. Scheinbar doch nicht. Weil dann kann man es natürlich immer noch verkacken. Ist das im Hintergrund da ein kaputtes Auto? Nein. Machen wir das Ganze halt noch einmal. So, bis hier rauf. Und dann fahren wir gegen die Wand. Jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Dann sind wir beim nächsten Checkpoint. Gut. Wow. Was sind wir jetzt gerade gelandet?
auch sagen, dass der Kopf viel zu gut funktioniert. Da hat es nochmal. Nochmal. Ah, das ist ein extra Level. Ich wollte sagen, da hat es nochmal einen Hut, aber. Keine Hüte mehr für mich heute. Uah. Kleider machen Hüte, oder wie hat das Sprichwort geheißen? Hüte machen Hühnchen, so kann man es nennen. Nice. Haha. Ein Level, das Haha heißt, kann nichts Gutes verheißen. Wieso ist hier alles voller Gold? Und das ist das Levelende. Endlich, endlich, endlich. Nice. Indiana Janus ist somit abgeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die letzten Level sind. Aber ich würde mal sagen, ich muss hier auch wie immer einen Cut machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach unten da. Wenn ihr mich, meinen Channel unterstützen möchtet, abonniert mich doch einfach und aktiviert vor allem auch die Glocke, weil ohne die Glocke gehen einfach die kleinen YouTuber unter und so werdet ihr auch informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Samuel out.